An dieser Stelle, mein lieber Frodo, komme ich ins Spiel. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Oh, guck mal, wir dürfen Frodo und... Ist das Sam? Weiß ich nicht, aber ich spiele Frodo. Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, es ist Sam. Herzlich willkommen. Der hat aber gar keinen Auftritt im Film. Schade, ne? Ja. Der beste Hobbit. Ja, wir sind wieder zurück und wir sind in Hobbingen. Ja, ist das nicht schön? Im Auen. Wir haben da unten so eine Karte. Das heißt, das hier ist kein Level, sondern eine Oberwelt. Ja. Dann ist wieder Hobbingen die Oberwelt. Das finde ich schön. Eigentlich dieser Drachen. Eine fremdländische Spezialität? Was? Okay. Haben die von Drachen gehört? Du uninformiertes Weib. Bam, komm her, ich gebe dich eine. Bam, ja. Hast verdient. Und der lächelt immer noch weiter. Oh Gott. Die sind alle gespenstig hier. Ja. Oh, ein Handy. Oh, geil. Jetzt hab ich Hunger. So, meins. Ach ja. Weißt du noch, wie wir uns bei Herr der Ringe darüber gefreut haben, als wir hier durchs Auenland laufen konnten? Ja. Das ist so schön. Das hier spielt jetzt kurz vor Herr der Ringe. Ja. Aber ganz kurz, ein paar Minuten. Ja. Gandalf ist gerade auf dem Weg hin, weil Bilbo ja bald seinen Geburtstag feiert. Ja. Ich sag mal, für Münzen, ich weiß nicht. Leute mit schlechten Synchronsprechern sollten das sprechen lassen. Nur mal so. Gott, das ist keine Orbithülle, das Haus gehört hier nicht hin. Ja. Oh, da ist der Festplatz. Da bin ich gerade. Und sie können immer noch nicht schwimmen. Habe ich gerade rausgefunden. Immer noch nicht. Na, 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 na. So schöne Melodie. Das ist fast genauso aufgebaut wie in Herr der Ringe. Ja. Ist ja auch logisch, ist ja auch dasselbe Dorf. Oh, ja. Fisch. Gibt's sonst noch irgendwas Interessantes hier? Keine Ahnung. Kann man irgendwie, Moment, Achtung, nicht erschrecken. 7 von 98 Charakteren haben so wir. Fehlen ja noch 91. Die okay. Paar. Es gibt wieder irgendwo Steine und hier so Dinger zu finden. Mhm. Und da müssen wir hin. Okay. Und da sind auch die Häuser drauf, in die man rein kann, oder was? Oh cool, ich kann bei dir gucken, wo ich jetzt langlaufe. Awesome. Awesome. Heißt das, ich kann hier irgendwo rein? Ah ja, tatsächlich. Aber da brauchst du irgendwie dann einen Typen für. Ich geh mal kurz gucken, wegen dem, ob ich eventuell diesen Plan da finden kann. Weil, falls ihr euch erinnert, in Herr der Ringe konnte man auch diese Pläne finden, wo man dann Baupläne hatte quasi für neue Items. Und vor allem muss ich auch noch was anderes machen. Achtung, nicht erschrecken. Beziehungsweise einmal kurzer Cut. Ah, ja, so geht's. Ja, ich hab nur gerade. Oh, jetzt hast du das für mich auch rausgestellt. Echt? Oh, du Penner. Dann stell's wieder um. Oh. Ich schätze mal, das ist auch nur in der Open World so. Bei den Levels hast du ja immer vorgegebene Kamera-Dingens. Gut, dass ich das dann nach dem Let's Play hauptsächlich allein spielen will. Ich kann ja rumnörgeln. Ja, wer drückt denn nach oben, um nach unten zu gucken? Wie unnormal ist denn ich das? Und alle anderen, die ich kenne. Ja, und alle anderen, die ich kenne, machen das nicht. Ist ein tolles Argument. Tut mir leid, ich bin halt an diese Flugsteuerung gewöhnt. Stick nach hinten ist nach oben gucken. Flugsteuerung? Ja, beim Fliegen. Ja. Nur nicht bei der Kamera. Das kann man auf alles anwenden. Ich gehe jetzt zum nächsten Level. Oh mein Gott. Warte, ich will auch. Warte auf mich. Hm. Doch. Geh mal hin. Bestimmt zum Haus. Bestimmt zum Bild. Wer möchte ein Stück Kürbiskuchen? Niemand. Nein, danke. Bah, geh weg. Kürbis stinkt schon so. Da. Guck mal, da steht der und. Hey! Winkt der oder macht der. Hallo. Ich glaube, er macht Aufwärmübungen. Ach so. Ah, na gut. Wie geht's denn so? Hobbits sind seltsame Wesen. Sie sind tapfer und zäh, lieben aber auch die Bequemlichkeit. Und damit sind wir schon bei der Geschichte von Bilbo Beutlin aus Beutels End. Weißt du, einige machen sich schon Gedanken über dich, Onkel. Sie finden, du wirst wunderlich. Wunderlich? Ich bin nicht mehr derselbe Hobbit, der ich einst war.
Verzeihung, kenne ich euch? Ich bin Gandalf. Gandalf? Doch nicht Gandalf, der wandernde Zauberer, der immer so ein unglaubliches Feuerwerk gemacht hat. Hatte keine Ahnung, dass ihr noch im Geschäft seid. Ich bereite ein Abenteuer vor und suche jemanden, der noch mitmacht. Nein, nein. Na, wartet. Wir haben keine Verwendung für Abenteuer. Schon gar nicht hier. Guten Morgen. Dwalin, zu euren Diensten. Bilbo, Beutlin, zu euren. Kennen wir uns? Nein. Wohin, Kleiner? Ich spiele Dwalin. Ja, und ich bin Bilbo. Wo unten? Das Abendessen. Ey, das haben die aber schon geil gemacht mit den Synchronstimmen. Das freut mich voll. Ja, es sind endlich die Originalsynchronstimmen. Und wie uns eben aufgefallen ist, haben die auch Teile nochmal neu synchronisiert. Ja. Mit irgendwelchen anderen. Saruman hat zum Beispiel da angefangen, die Geschichte zu erzählen. Also ja. Saruman-Stimme. Und ich muss nochmal einen kleinen Cut machen. Okay. Okay, da sind wir wieder. Wir hatten eigentlich vorgehabt, die Musik ein bisschen runterzudrehen, weil die Stimmen so ein bisschen leise sind. Aber man kann nur den Sound allgemein runterdrehen, was ein bisschen doof ist. Oh, sorry. Bro-Po! Power. Bro Power. Ich hab gar keine Waffen. Ich habe hier so einen Riesenhammer dabei. Ja. Es ist das erste Mal ein Level in der Hobbit-Höhle. Ja. Ist das nicht schön? Ja, ich hab den Schlüssel. Geh mal aus dem Weg. Hohe Gewalt. Das ist mein Haus. Also stell ich nicht so an. Ah. Hui. Ich mach's mal kaputt hier alles, ja? Ey. Das Geschirr. Das ist Geschirr meiner Mutter. Ich kann es bestimmt schieben. Jetzt muss ich es wieder aufbauen. Na, hat nicht ganz geklappt. Das Geschirr aufbauen. Ja. Hey! Was denn? Wer bezahlt mir das jetzt? Es hat schon wieder geklingelt. Balin, zu euren Diensten. Oh! Na, Ben, Bruder. Es ist ja so, ich kenne euch beide nicht. Nur im Geringsten. Okay, das kam jetzt so mittendrin irgendwie. Ja, irgendwie hat es gerade komisch angehört. Ja, aber dann war Balin auch einer meiner Lieblingszwerge. Ja, ich mag eigentlich alle Zwerge. Ja, aber es gibt... Obwohl welche. Am liebsten Bofur, Bombur, Dwalin und Fili. Oh, und ich kann Karotten sammeln. Karotten. Bleib mal, Bilbo. Ich habe zwar keine Waffe, aber die brauche ich in dem Haus hier, glaube ich, auch nicht wirklich. Das würde mich wundern. Ich möchte auch ein Hobbit sein. Und dann leben. Oh, ich habe eine Karte aufgebaut. 1 von 3. Oh, wenn Dori hier ist, brauchen wir ihn nochmal. Okay. Ja, hier auch. Dori. Okay, kann ich hier noch was machen? Geh mal aus dem Weg, Bali. Oh, boah, ist das Haus groß. Balin, die spätere Herr von Moria. Ja. Zusammen leider stirbt. Mit Ori. Ja. Die sterben dann zusammen. Oh, was machst du da in meinem Haus? Ich baue hier Karten auf. Noch eine und dann kriegen wir irgendwas. Ja, wahrscheinlich ein Minikit. Vielleicht ist die letzte Karte genau hier hinter. So, dass man es nicht kaputt machen kann. Man weiß es nicht. Was haben wir denn hier noch? Nichts mehr? Irgendwie nicht, ne? Ist ja boring. Oh, hier geht's mal weiter. Ja, da war ich auch schon. Da hab ich die zweite Karte aufgebaut. Da hast du ein bisschen was vergessen hier. Guck mal. Oh. Machst du so gern mein Ding ins kaputt? Ja, hast du recht. So, kommen wir denn hier lang? Achso, dann bin ich wieder da. Okay. Oh, hier geht's weiter. Sonst kriegen wir hier niemals alle rein. Alle? Wie viele kommen denn noch? Oh, das ist so schön. Das finde ich toll mit den Off-Stimmen hier. Ja, wobei das ja viele Lego-Spiele-Fans so ein bisschen bemängeln, dass die jetzt reden können. Ja, das fand ich auch blöd. Aber wenn die Originalstimmen sind wie hier, dann finde ich das okay. Bei Lego Herr der Ringe fand ich es blöd. Meinst du, es kommt ein Lego Star Wars Episode 7? Auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Ich meine, diese Star Wars, die haben zuerst 6. Film angemacht und die machen nochmal ein Heidengeld, wenn sie es nochmal machen. Zum 7. Film.
Oh. Bilbo haut den mächtigen Dwalin kaputt. Ja, bau du mal. Ja. Ich weiß nicht, was du da baust in meinem Haus. Ich weiß es auch nicht. Indem ich suche mir in deinem Haus erstmal Sachen zusammen und baue mir dann ein bisschen was. Ja. Was wäre denn, wenn wir jetzt nicht genug von etwas hätten und es auch nichts mehr gibt? Ich glaube, das Spiel lässt sowas gar nicht zu. Ich glaube auch. Dann käme irgendwas. So, was habe ich denn gebaut? Ich weiß, ach, wir müssen es noch weiter bauen. Willst du machen? Dann halte ich mich raus. Stunden später. Komm, mach mal noch schnell. So. Na! Was zum Teufel wird das? Doch, der Esstisch. Ja, der Esstisch. Wenn dieses Feature nicht zu oft vorkommt, dann ist es ja okay. Aber wenn das jetzt alle 2 Minuten kommt, könnte es nervig werden. Ja. Bam. Sehr gut. Ein Tisch. Und frickigen Geld. Key und Key. Zu euren Diensten. Die beiden Hübschen. Vorsichtig damit. Ich habe sie gerade geschliffen. Wo soll der hin? Herr Dwalin. Gibt's noch mehr? Er hat gesagt, es gibt zu essen. Und zwar reichlich. Hat er gesagt? Hat wer gesagt? Yeah. Wow, ich bin Fili! Wow, das ist mein absoluter Lieblingszwerg. Na gut, dann nehme ich mal Killy. Ja, Mann! Die beiden Schönlinge in der Gruppe. Während alle anderen wie ausgekostet aussehen. Ich meine. Guck mal, ich kann was abschießen. Ist auch lustig im dritten Teil. Na, jetzt ran wir zu dem Bilbo meinte, bist du der, der meine Schlüssel genommen hat, um die Zwerge zu befreien? Ja. Ja. Wieso habe ich eine Wurst in der Hand? Jetzt haben wir Wurst, Käse und Milch. Achso, wir müssen das Essen machen. Okay. So. Dann, ja, Bilbo, du bist der Gastgeber. Echt mal. Schlechter Gastgeber. Echt mal. So, wo müssen wir das denn hin tun? Fili hat auch die besten Waffen. Oh, ich habe den Käse weggeworfen. Warum machst du sowas? Hier steht auch noch was. Ach, hier habe ich den. Käse. Ja, den habe ich gerade irgendwo dahin gepfeffert. Bist du blöd. Warte, ich zeig dir mal, wie das geht. Oh. Ich habe bessere Waffen. Guck mal, 2 Schwerter, wie geil ist das denn? Am besten ist, wenn du anvisierst. Dann klappt es besser mit dem. Was ist das? Ich mag grünes Essen nicht. Wo ist das Fleisch? Oh, da ist das Fleisch. Hat's in der Hand. Warum? Weil ich es jetzt in der Hand habe. Okay. Oh, hier ist die letzte Karte. Ling! Minikit. Sehr gut. War aber knapp. Gandalf. Mein lieber Bilbo, was in aller Welt ist denn los? Was los ist? Ich bin umzingelt vom Zwerg. Was wollen die hier? Sie sind doch eine ganz muntere Versammlung, wenn man sich erst an sie gewöhnt hat. Kili, Kili. Moin, Moin. Darin, Darin. Die Flumufu. Nicht bei dem preisgekrönten Tomaten. Oh, nein, danke. Ich will mich aber nicht an sie gewöhnen. Seht mal, wie meine Küche aussieht. Kipuntayala. Mein Magen. Utkarima. Ja, du hast vollkommen recht, Bifur. Mein Zwerg fehlt uns offensichtlich noch. Verzeiht bitte. Es tut mir leid, wenn ich euch unterbreche. Aber was soll ich mit meinem Teller machen? Schon gut, Ori. Gib ihn mir. Land. Ach, nice. Du Scheiße. Auf Englisch muss man das Lied hören. Was auf Deutsch ist das Kacke. Okay, jetzt kommt das tolle Lied aus dem Hobbit, wo ich das Ding jetzt durch die Gegend werfe. Land the Knives. Ja. Ach so. Ich weiß nicht, wer drückt denn? Weiß ich nicht. Wir beide. Na gut, dann mache ich hier den. Ach, den muss ich spielen. Ach so. Da oben, ach, in der Ecke steht. Ach so, was finde ich aber cool. Jetzt spiele ich... Nee. Nori. Ja,
Du bist immer der Rechte. Ja. Oh, das finde ich aber cool. Ja, ist ganz nett. Toll, ich bin. Oh, Dory. Da, bitte. Bombo, oh, ich liebe Bombo, der ist so süß. Guckt immer so lustig. Und er ist ein exzellenter Fasskämpfer. Ja. Oh, scheiße. Ups. Hat dir jemand verkackt? Ja, ich hab verkackt. Es tut mir leid. So, jetzt geht's weiter. Da. Bitteschön. Der Bilbo im Hintergrund, der Arme. Er ist da. Gandalf. Bilbo Beutlin. Darf ich euch den Anführer unserer Unternehmung vorstellen? Thorin Eichenschild. So, das ist der Hobbit. Sagt Herr Beutlin, seid ihr im Kampf erfahren? Bitte was? Was haben die Zwerge aus den Eisenbergen gesagt? Schließt ein sich uns an. Sie sagen, diese Reise sei unsere Sache, unsere allein. Ihr geht auf eine Reise? Weit im Osten liegt ein einzelner, entlegener Berg. Der einsame Berg. Kehren die Vögel aus alter Zeit zurück zum Erebor, wird die Herrschaft der Bestie enden. Welche Bestie? Der Drache Smaug wird nicht mehr gesehen seit 60 Jahren. Der unermessliche Reichtum unseres Volkes liegt vielleicht schutzlos da. Das Haupttor ist verschlossen. Es gibt keinen Weg in den Berg hinein. Das, mein lieber Balin, stimmt nicht ganz. Wenn es einen Schlüssel gibt, dann gibt es auch eine Tür. Die Lösung ist irgendwo in dieser Karte verborgen. Die Tat, die ich mir vorstelle, beruht auf Heimlichkeit. Darum brauchen wir einen Meisterdieb. Und zwar einen guten. Den besten, möchte ich meinen. Hobbits sind bemerkenswert leichtfüßig. Und während der Drache Zwerge ohne weiteres wittern kann, ist der Geruch eines Hobbits so gut wie unbekannt für ihn. Gebt ihm den Vertrag. Nein, nein. Es ist nur das übliche. Zusammenfassung der Reisekosten, Arbeitszeiten, Vergütung, Begräbniskosten und so weiter. Begräbniskosten? Juhu, und das nächste Level. Geschafft. Schön. Ich habe das Gefühl, die Parts werden immer länger. Oh. Ja, man kann dann gegen Ende immer so schlecht Stopp machen. Dann überziehst du halt ein bisschen. Wir haben den wahren Meisterdieb, den ganzen Bums, nicht geschafft. Oh, das hat mir auch gefallen. Aber egal. Ich spiel's ja nochmal irgendwann. Ja. Ich würde es gerne auch spielen, aber ich brauche nur eine PS4 dazu. Ja, kauf dir doch eine. Ah, die sind ja so billig. Ja. 64 nur. Minikit haben wir. Aber ein Minikit. Eins, ne? Wow, das wird irgendwas ein Schönes. Buch. Und wie Ereignisse Mittelerde, was auch immer das heißt. Es ist wahrscheinlich das gleiche wie bei Lego Herr der Ringe. Mit da kannst du jetzt Steine finden. Ja, da kannst du jetzt Karten finden. Ja. Da kannst du aufs Klo gehen. So ungefähr. Aufs Klo gehen. Aha. Ja, ist okay. Kann man das? Gleich die ganze. Okay. Oh. Man kann es vorspulen, alles klar. Ja, aber bevor wir die Geschichte fortsetzen, machen wir wieder einen Cut. Jo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Part. See you later. Bis dann. Tschüss.